spricht übrigens einiges dafür, dass es diese Eisberge schon länger gibt, oder? Wenn hier Pflanzen drauf wachsen. Weil ich habe mich zwischendurch ein bisschen Sorgen gemacht, dass der ganze Spaß hier irgendwie die ganze Zeit auseinanderfällt. Weil das hier, das alles so angeschmolzen aussieht und hier überall so warmes Wetter ist. Oh. Ist es ein Erbauersatellit? With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Ein Satellit, oder? Ah, ein Satellit. Der Satellit trägt die eindeutige Markierung der Erbauerkultur. Er scheint abgestürzt zu sein, obwohl sein strukturell integriert überraschend intakt ist. Der innere Aufbau dieses Satelliten weist darauf hin, dass er wahrscheinlich für die Datenübertragung über große Entfernung verwendet wurde. Der Datenübertragungsknoten im Speichergehäuse war lange Zeit den Elementen ausgesetzt und wurde dadurch beschädigt. Toll. Das irritiert mich total, dass ich die ganze Zeit hier Schnee aufnehmen kann. Also das war anscheinend der falsche Eisberg. Allerdings gibt es ein Archiv mit dafür, von dieser Kante zu springen. Und wenn ja, will ich das. Das ist eine gute Kante. Da unten ist übrigens meine Seebahn. Anscheinend sind wir in 67 Meter Höhe. Plus, minus, 5. Mache ich gleich. Ich möchte kurz vorher die andere Seite des Eisbergs hier noch kurz erkunden. Wie auch immer das Ding den Absturz überlebt hat. Das sieht echt filigran aus. Keine Spur von Margaret hier, wa? Und ist noch ein Wal. Ist bestimmt recht tödlich, wenn ich so ein Wal auf den Kopf springe, oder? Wie genau hält diese Eisstruktur, bitteschön? Na okay, also dieser Eisklumpen ist es nicht. Ich meine, da hinten ist ein richtiger Berg, aber das ist kein Eisberg. Sie hat Eisberg gesagt, ne? Da hinten gibt es noch einen. Und das war's eigentlich. Okay, wir speichern jetzt mal ab und springen hier runter. Jupp. Super überlebt. Müsste es in der Tat in der Nähe sein. Ja, ich bin halt in diesem Eisberggebiet. Ich vermute mal, dass hier alles in der Nähe ist. Aber wie gesagt, eigentlich kann es nur noch der da sein. Das Wetter war jetzt nicht das Beste. Zugegebenermaßen. Zugegebenermaßen spricht hier. Guck mal, da ist Licht. Das spricht sehr dafür, dass hier Margarets Eisberg ist, oder? Guck mal, hier ist noch so eine Kante, um raufzukommen. Hier wird es dann wohl sein. Wahrscheinlich wäre ich gleich vom Eispusher angefallen. Aber wenn hier Kisten rumstehen und Tagebücher. Tagebücher waren es nicht, aber Kisten und eine Lampe. Und eine Höhle mit diesen Chilischoten, von denen ich vorhin noch bereut habe, dass ich sie nicht mitgenommen habe. Wird das hier wohl der richtige Ort sein? Aber sie hätte gesagt, auf einem Eisberg. Was? Seid. Lecker Chilischoten. Also hier hat Altera sich auch schon mal breit gemacht. Das könnte man schon als Umweltverschmutzung anrechnen, oder? Wenn die hier über diese Kisten einfach irgendwie so mitten am Strand hier wohin stellen. Ist ja schon ein bisschen... Na, ich finde das nicht gut. Aber ich denke mal, wir haben Margaret gefunden. Oder? Aber wir werden gleich von ihren Eispusher zerfleischt und dann wartet die Wesen. Spiel beendet. Sie hat uns benutzt und wir haben unsere Nützlichkeit erfüllt. Und jetzt war es das für sie. Ich weiß immer noch nicht, wie sie diesen Schneepirscher eigentlich mit dem Krebs aus ihrer Basis raus und wieder reinkriegt. Sie hat jetzt tatsächlich ein Haus. Sie hat ja wirklich ein Gewächshaus gebaut. Das ist nicht ernst. Hat sie da noch ein anderes? Ja, so ein Ding könnte ich auch bauen, oder? Also genau so ein Basistyp. Sag mal, ist das hier so ihr fixes Ding, überall diese Knochen rumliegen zu lassen? Ist ja schlimm. Aber Hauptsache, hier sind so Verstärkungen. Die werden doch gar nicht gebaut. Das Ding ist sogar nicht unter Wasser. Ist ja richtiger Quatsch. Aber das hat sie auch nicht gebaut, weil sie hat ja eigentlich kein Bauwerkzeug, oder? Hm, doch nicht. Damn Satellite hasn't passed by in a while. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knows... knew... what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then, she surprised me. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction.
You need anything else? Don't bother me. But you can help yourself at the greenhouse. Least I can do to repay you for getting those spine pests off my back. Ah ja. Was hat sie jetzt hier für Pflanzen? Hm. Warte mal. Margaret, ich kann sie scannen. You can look all you want. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Ein Schneeflaumenbaum. Warte mal, erstmal das. Margaret Mader. Margaret Mader, freiberufliche Sicherheitskraft, vermisst, früher für tot gehalten. Letzter bekannter Kontakt in einer Aufnahme, die in einem anderen Sektor von 546B gefunden wurde. Und der Behauptung, sie habe einen Chili-Ratops. Warte mal, Moment, ist es die, die die rausgegangen ist, um den Leviathan zu bekämpfen? Da müsste hier nicht schon lange an Kara gestorben sein? Warte, ist es die? Persönlich kennst du meine misstraut Autoritätspersonen, insbesondere solche, die an Unternehmen gebunden sind. Willensstarken erscheint beim ersten Kontakt abweisend. Über Margaret ist nicht viel bekannt. Sie wurde in den mongolischen Staaten geboren, wuchs in einer kleinen Unternehmenskolonie und nie auf, die für ihre Bodenschätze genutzt wurde. Mit 16 Jahren verließ ihr Elternhaus und schlug sich mit Söldnerjobs durch. Schließlich schloss sich den mongolischen Verteidigungskräften der Transsystemföderation an. Sie hat eine angesehene Karriere, bevor sie unehrenhaft aus der TSF entlassen wurde, weil sie während dieser Mission abtrünnig wurde. Die Details sind unklar, aber unsere Ressourcen haben einige spärliche Einzelheiten zutage gefördert. Margaret war die Leiter einer Informations- und Aufklärungsmission. Wir wissen nicht, worauf sie gestoßen ist, aber sie kam den gesamten örtlichen Sicherheitsapparat innerhalb von 3 Tagen stillschweigend beseitigt. Keine der einheimischen Familien war bereit, mehr Informationen zu geben. Sie sagt nur, sie danken Gottes Hand für ihre Rettung. Auf ihrer letzten Mission war sie als Privatsicherheitschef gegen potenzielle Piraten und Plünderer an Bord der Degasi. Ach, das ist die! Aber wie hat die das. Warum ist die nicht an den Dings gestorben? Ich meine, der Sohnfried ist doch am Dings verreckt. An den. Also sag schon. An den Kara-Virus. Eine chinesische Kartoffel? Diese chinesischen Kartoffeln kommen überall in den chinesischen Territorium vor, wo synthetische Nahrungsmittel noch verpönten große Flächen Ackerland vorhanden sind, auf denen sie kultiviert werden kann. Gentechnische Veränderungen vor der Explosion haben die Pflanze sehr anpassungsfähig für unterschiedliche Umgebung zu einem festen Bestandteil neuer Kolonien in der Galaxie gemacht. Ja, warte mal, wo ist denn jetzt diese komische Schneeflaume? Schneeflaumenbäume bestehen aus einem halbtransparenten Blättern und einem süßen Bärenfrucht. Sie sind winterharten, können auch in den rauesten Klimazonen wachsen. Die Früchte enthalten ein lebendes Gift, das die Menschen nicht richtig verdauen können, aber bei bestimmten Tieren als sanftes Beruhigungsmittel wirkt. Ah! Oh, ein Wandpflanzentopf. Ein Kompositpflanzentopf. Warum auch immer ich das erfahren möchte, aber wir wissen jetzt mehr, was wir bauen können. Okay. Marmormelone? Die Marmormelone war das Ding, was absolut overpowered war, oder? Also könnte ich jetzt mal. Ne? Diese Pflanze sammelt Wasser aus der Luft, das hat sich auf ihr neues Wurzelsystem zu verlassen. Das zeugt große fleischige Früchte, die so essbar als auch einen untypisch hohen Wassergehalt haben. Essbar hoher Wassergehalt. Ah ja, okay, das waren die Dinger. Die hätte ich vielleicht nicht jetzt sofort einsammeln sollen, weil die kriegt er niemals zurück nach Hause, oder? In der Zeit. Lebende Wand. Ja. Ah, hier ist noch eine Wassermelone. Okay, die nehmen wir dahinter mit. Was haben wir hier noch? Hufeisennuss. Noch irgendwas? PDA. Noch eine Hufeisennuss. Und Nährstoffblock. Und desinfiziertes Wasser. Schön. Ist trotzdem nicht geklärt, wie sie Kara überlebt hat. Was haben wir hier? Ich würde lieber jagen. Alright, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember, so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing, insulation. First few nights, the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too. Heat from barrels of water. Probably should have just eaten the damned kelp. But nope, my body was craving a salad. Wish I was just made of exosuit. Next, grow lights were a must-have. Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Fed half of it to Preston. That snowstalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. Uh-huh. Warte mal. Ich will eigentlich nicht die Kartoffel sammeln, ich will ja die Früchte davon haben, ne? Also. Und die kleinen, die Mammutmelonen sind tatsächlich klein. Ich kenne die chinesischen Kartoffeln nicht. Schneeformblatt? Was? Ich will keinen Salat! Ich will die. Ach, Menno!
Und die Schneeflaumen laufen bestimmt auch ab. Delikat für manche. Ich denke, Menschen können die nicht verdauen. Na gut, aber ich wüsste doch gar nicht, wie ich die zuwerfen soll, ne? Na egal. Die haben hinten so ein Leuchten am Schwanz. Das ist mir nicht aufgefallen. Dann finden wir jetzt hier mal die große Wahrheit wahrscheinlich raus. Belohnen mit Messerschlagen, wenn die anfangen, wenn ich das hier schon mal. Ja. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. I can go grab it and. That's your plan. You don't think it'll work? You're thinking too small. Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? I think so. You think so? Come on. Is a bacteria a threat or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it. I am. I said like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it for fishing, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. Okay. And you gotta hit the lab too, or there's just no point. Actually, you know what? Let me take care of that one. It'll be fun. Aha. Gut, jetzt wissen wir immer, warum Sam so umgekommen ist, weil sie explodiert ist. Aber das klärt das jetzt hier Fragen? Trotzdem, wie hat sie das jetzt überlebt, das ganze Dingsbums? Hm. Na, Judy, so, wir haben eine Schneeflaume. Wir haben Schneeflaumenblätter. Die laufen übrigens nicht ab. Und wir haben eine chinesische Kartoffel alt. Ach, die Samen können auch ablaufen? Warum können denn die Samen von diesen dummen Kartoffeln ablaufen? So. Ach so. Okay, gut, dann, schnappen wir uns das Zeug einfach so mit. Ach nee, die Hufeisen muss man noch mitnehmen. Reicht eine? Okay, die scheint doch so nichts zu droppen. Na gut. Es ist irgendwie Nacht, es ist kalt und es ist überhaupt nicht beunruhigt und meine Bahn ist 300 Meter entfernt und meine Basis ist noch viel weiter entfernt. Wie lange geht das Stream noch? Meistens mal bis um 8, also in der Tat ist dies die letzte Episode. Aber irgendwie haben wir gerade nichts erfahren, außer dass sie, wie mir übrigens viel zu spät aufgefallen ist, der Charakter aus dem ersten Teil ist. Also dann, du siehst ja übrigens, wenn du in Subnautica 1, wenn du dann abhaust von dem Planeten, dann fliegst du ja los und siehst kurz bevor du den Planeten, bevor du diesen Schwenk machst, weil du schwingst ja erst so erst den Planeten rum und dann machst du ja diesen Hochschwenk. Also dieses Bupp, wo du dann vom Planeten abhebst, von der quasi die Kugel, die kreisförmige Umdrehung verlässt. Und kurz vorher siehst du das Gebiet von diesem Spiel. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich weit weg. Also, ich meine, fucking weit weg. Das erscheint mir so ein bisschen unwahrscheinlich, dass das in der Zeit jetzt hier gerade alles passiert ist. Dangerous weather approaching. Ja. Seek shelter. Ich möchte ja nicht meinen, dass das Zeug in meinem Inventar jetzt nicht weiter schlecht wird, oder? Oh ja, ich zermatsch wahrscheinlich gleich auf meiner eigenen. Doch nicht. Wäre aber witzig gewesen. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Die eine Energiezahl hat noch 57% Dingsbums. Na gut. So, okay. 1100 Meter bis nach zu Hause. Da muss ich dann ganz schnell einen Kühlschrank bauen. Das ganze Zeug schnell reinwerfen. Danach muss ich mir dann irgendwie überlegen, wie ich. Wahrscheinlich muss ich nochmal einen extra Raum bauen, ne? Ja, das Logischste. Ja, wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich nochmal einen extra Raum baue, indem ich das quasi einen kompletten komplette Anbaustätte für Grünzeug. Bisher so einen großen Raum bauen wie den aber. Brauche ich den am besten? Den kann ich glaube ich nur auf der Seite bauen, wo das Trockendock ist, was ich eh nicht benutze. Das ist nämlich der einzige Ort, wo überhaupt noch Platz ist für solche Unterfangen. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, ob der letzte Teil eine Geschwindigkeitsanzeige hätte, weil ich
meine, ich habe genau das, was ich jetzt tue, auch im letzten Teil getan. Nämlich die Zeit zählen, wie schnell ich mich fortbewege. 780. Sekunden für 30 Meter. Also 6 Sekunden für 30 Meter. Das war eine dumme Zahl. 6 Sekunden für 30 Meter. Das heißt, ich brauche 18 Sekunden für 90 Meter. Oh, war das mein Ernst? Das war die dümmste Kombination von einer, die man sich vorstellen kann. Sechs Sekunden für 30 Meter. Ja, das wird schon ungenau, da ich, dass ich hier gerade runde, ne? Und ich so einen kleinen Wert aufgenommen habe. Wenn ich 30 Meter in 6 Sekunden schaffe, dann schaffe ich 5 Meter die Sekunde. Mal 3,6. 18 km/h schnell, wa? Oder? 2600 Sekunden durch 1000 Meter. Ja. Müsste ich nur ausrechnen, wie wir das in Knoten sind. 5 Meter die Sekunde. Ah, schön. Na gut, dass ich das mal selber rechne, anstatt auf meinen Chat zu vertrauen. Ja. Nun. Ja, jetzt ist bloß die Frage, was mache ich denn jetzt? Das ist eigentlich voll lauter Angst. Ich könnte natürlich weiter Teile von Ellen sammeln. Der hatte keine Anzeige von dem, was ich irgendwie in der Konsole, also sie könnte irgendwie. Das ist auf der PlayStation gespielt. Ich dachte, die Seemotte hat irgendwie eine Anzeige, aber es könnte sein, dass ich genau das gemacht habe, was ich jetzt mache. Du fährst jetzt straight auf einen Dings zu und stoppst halt die Zeit, wie lange du 100 Meter brauchst oder so. Dann kannst du dir ja errechnen. Wenn letztendlich ist es ja eine Angabe der Zeit. Und wir nehmen den Kobold mit. Nehmen wir nicht den Kobold mitgenommen, sondern das andere Vieh, was davor war. Wenn Richard hier, wenn das erleben könnte. MC-Fahrerflucht und so. Nöt, nöt. 200 Meter, das ist ganz schön tief hin. Achso, ich fahre bestimmt nicht gerade aus der See. Ja, ich fahre aus der Richtung. Deswegen sieht das hier noch so tief aus. Aber trotzdem hätte ich gerne noch dieses Schubmodul. Aber Margaret hat irgendwie auch sonst jetzt... Das hätte jetzt irgendwie mehr von ihr erhofft. Außer diverse Pflanzen. Das ist natürlich jetzt die große Frage, ob ich jetzt den anderen Siebhirschern die Pflanzen an den Kopf werfen kann. Ich muss übrigens gleich mal gucken, was ich für den Kühlschrank eigentlich brauche. Ich glaube irgendwas Unsinniges, weil der Kühlschrank, den ich habe, der ist voll. So. Maximalgeschwindigkeit. Geh doch mal zu ihrer Basis. Ah, da war doch die Tür zu. Ich kann natürlich gerne als nächstes tun, weil sie meint ja, sie sprengt das Ding, ne? Kühlschrank. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Zeit ich wirklich habe. Wahrscheinlich mache ich mir gerade unnütz. Ich kann jetzt übrigens lebende Wände bauen. Das möchte ich einen extra Raum dafür bauen. Aber Kühlschrank brauche ich Titan und Glas für. Ich könnte sogar das Ding übrigens bauen, das Bürospielzeug. Wäre die absolute Verschwendung von Magnetit. Das ist ein Verkaufsautomat. Ich habe gerade den Verkaufsautomat angeklickt, nicht den Kühlschrank, oder? Natürlich habe ich das. Alter, wo ist denn jetzt dieser Dreckskühlschrank? Da. Ich brauche 2 Titan dafür. Das war erstaunlich knapp hier, ne? Also es hätte... Die chinesischen Kartoffeln hätten nicht mehr lange gehalten. Na gut. So. So, was möchte ich jetzt bauen? Eigentlich möchte ich einen großen Raumwinde noch anbauen, ne? Dafür brauche ich... Die große Glaskuppel. Okay, die ist geschenkt. Die kriegen wir relativ easy gebaut. Wir haben ja genug Diamanten. 2x Plastabachen brauche ich dafür nur. Lithium habe ich mal ganz vorsichtig gefragt. Hier noch. Okay. Aber bevor wir das machen, muss ich erstmal gucken. Ich meine, wo ich hier letztes Mal erweitert habe, dass das hier... Genau, das ist nämlich hier der einzige Ort, wo noch ein Raum ranpasst. Kann ich das hier... Du kannst den Raum... Doch, du kannst den so bauen, dass er doppelt ist. Genau, hier könnte ich das bauen. Kann ich das noch woanders ranbauen? Naja, nicht ohne... Es gibt ja leider nicht so eine...
so eine schrägen Gänge, die nach oben oder nach unten führen, dass du quasi eine Basis so ein bisschen mehrdimensional machen kannst. Was ist das für ein großer gelber Block, der mich hier blockiert? Das ist wahrscheinlich die Seebahn. Na gut, das ist aber echt... Ah, doch, hier wird es auch hinpassen. Das schiebt sogar ein Stück die Seebahn zurück. So möchte ich das, die große Frage. An sich könnte ich dann hier den hier noch ein T-Stück draus machen und den hier so erweitern. Aber der Blick in die Richtung ist halt echt langweilig. Der Raum kann nicht so erweitern. Ich zeige nicht die richtige. Ich zeige richtig die Fahrerverschlüsse. Ah, sehr schön. Dann könnte ich natürlich noch hier bauen. Na, hier ist alles mögliche Zeug in der Nähe. Ja, nö, dann gibt es ja eigentlich nur einen einzigen Ort, der hier. Na doch, hier. Hier ist noch Platz. Das ist, glaube ich, das Optimum. Hier, oder? Also, das Ding kann ich doch hier guten Gewissens. Das ist hier so eine Wasserfilteranlage, ne? Aber die brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Moment. Das machen wir nochmal kurz. Ach. Zwei, drei, vier, fünf. Warum habe ich eigentlich... Achso, weil ich das... Die Wasserfilteranlage ausnehmen wollte. Dann ziemlich viele Dollar für die Titan ins Inventar nehmen. Dann stellen wir mal eben nochmal Titanbahn her. Und noch ein Titanbaum. Die Basis hat immer noch nicht richtig viel Energie. Und das Schöne ist, ich baue diese riesengroße Basis eigentlich nur dafür, damit sie am Ende eigentlich, dass ich die für nichts brauche, ne? Ist total unsinnig eigentlich, dass ich das überhaupt mache. Die, also die Dinge, die ich hier tue. So. Verbindet das jetzt eigentlich? Ah, es verbindet. Okay, gut. Gut. Wie viel Lithium habe ich noch? Drei. Habe ich irgendwo noch Wände, die Lithium halten können? Weil ich will noch ein paar Fenster einbauen und Fenster sind immer so ein bisschen Gift für die Stabilität der Wände. Aber wer braucht schon Lithium? Von hier aus hätte ich auch noch ein Fenster machen können, oder? Was würde man denn sehen, wenn man durch dieses Fenster hier guckt? Ja, nichts, man würde das andere Ding. Okay, das wäre ziemlich sinnfrei. Okay, gut, das muss man. Jo, könnt ihr auch einen Bioreaktor? Ich habe bereits einen Bioreaktor. Ich habe sogar einen Laborfisch. Tisch. So. Dann. Grüne Wand. Da nicht. Achso, hier kann ich nur eine Wand. Nein, machen wir mal hier eine. Grüne Wand. Da nicht. Was? Kein Titan mehr auf Tasche? So schnell kann es gehen mit dem Titan. Achso, was kostet noch, was kostet noch diese große Plattform, die ich hier auf jeden Fall noch anbauen möchte? Viermal emailliertes Glas. Zweimal Lithium. Ah, zweimal Lithium. Ich habe kein Lithium mehr. Ich glaube, ich habe auch kein emailliertes Glas. Weil emailliertes Glas braucht doch Glas, Titan und, glaube ich, Blei, wenn ich mich recht entsinne. Was letztes Mal das große Problem war, ne? Oder? Natürlich brauchst du Blei. Na Judy, das schaffen wir dann wohl nicht alles zu bauen, weil ich glaube, ich habe hier noch... Habe ich noch viermal Blei? Ich hatte doch vorhin irgendwo ein bisschen Blei über, oder habe ich das alles in meinen... Habe ich das alles ins Schiff geräumt? Ich meine... Offensichtlich habe ich noch das. Habe ich noch Diamanten. Ich habe sogar noch Aerogear. Achso, das Aerogear war für das. Wie wird das gerade schon wieder wärmer hier? Fick nicht gut.
Ich wollte eigentlich den Wasseraufbereiter wieder bauen. Ich bin aber wie immer zu blind. Warum kann ich den hier nicht bauen? Hä? Ach so. Ich kann den Wasseraufbereiter nicht... Warte mal, das... Ja, warte mal, hier wird, glaube ich, ein Fenster besser aussehen, oder? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was hier... Ja, hier ist auf jeden Fall ein Fenster wesentlich besser. Ja, hier ist das ist der perfekte Fensterort. Gibt keinen besseren Ort für ein Fenster als dieser Ort hier. Habe ich jetzt übrigens Glasmangel. Ja gut, ich glaube, ich baue das hier mal zu Ende beim nächsten Mal. Wenn es denn da wieder heißt, Subnautica, Below Zero. Weil mir ja schön bauen ja doch ein Vergnügen ist, aber es dauert halt leider Zeit. Ja, doch, das hat was. Guck mal hier, oh, das ist herrlich. Genau, dann kann ich hier noch die großen Pflanzenkübel hinstellen. Ich kann sogar noch die Oh, das ist ich bräuchte jetzt hier so ein Laser-Höhenmesser-Dingsbums, damit ich das... Die Höhe der Blumentöpfe richtig einschätzen kann. Wie viel Blei habe ich noch? Oder Titan? Oh, das ist großartig hier. Ach, schön. Das erfreut mich wirklich hier, das ganze Ding. Das braucht wie viel Titan? Wahrscheinlich alles, ne? Ja, okay, Titan mehr. Genau, dann könnte ich jetzt hier... Könnte ich jetzt quasi die ersten Pflanzen anbauen. Hier aus dem Kühlschrank. Könnten wir jetzt zum Beispiel die Marmormelone anbasteln. Quatsch, Raumtrenner. Die habe ich nur gebaut, weil ich mal sehen wollte, wie die Raumtrenner funktionieren. Also könntest du mit denen theoretisch irgendwie riesen Dinger bauen. Egal. Ja. So, okay, dann muss ich hier noch ein Dach bauen, muss ich noch ein bisschen Material verfarmen, aber machen wir alles beim nächsten Mal. Dann mache ich offscreen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Subnautica Below Zero. Was diese Wände zu bauen kostet Höhlenstärke? Ah ne, sie bringt Höhlenstärke. Also diese Zwischenwände bringt tatsächlich... Hm? Oh. Diese Dinger zu bauen bringt tatsächlich Höhlenstärke. Ja gut, klar, die haben ja irgendwie eine gewisse abstützende Wirkung. Aber die, darf das ein Glasdach sind, die eh nicht bis nach oben gehen? Ist eigentlich ganz schön quatschig, dass die Höhlenstärke bringen, oder? Na, mit wem will ich hier schon argumentieren? Ich muss mein Gemälde wieder aufhängen. Hm? Ha! So, schön. Bis zum nächsten Mal.